Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in Star Stable. Ja, es gab mal wieder ein Update. Für euch ist das jetzt schon eine Weile her. Für mich ist das gerade relativ aktuell. Und zwar gibt es neue Ställe. Hier gibt es John. Bei John kann man den Stall upgraden. Hallo Priel, toller Tag heute, oder? Aha, einfach fantastisch. Um die Wahrheit zu sagen, bin ich etwas unruhig. Es gibt hier nicht viel zu tun. Aber vielleicht bist du deshalb hier, Priel. Bist du hier, um ein Upgrade deines Stalls durchzuführen? So, und jetzt können wir upgraden. Das heißt, wir kriegen nochmal zwei Boxen dazu. Hier sehen wir auch einen Grundriss von unserem Stall. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel man hat. Dein Stall erhält zwei neue Boxen für deine Pferde. Du kannst insgesamt 14 Pferde in deinem Stall haben. Also ich glaube, wir können jetzt am Anfang, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, 11 oder so? Das habe ich vergessen nachzugucken. Okay. Das sind 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11 sind es, glaube ich, aktuell. Plus das Aktive. Und dann wären es 13 plus das Aktive. Und das kostet uns jetzt 249 Starcoins, um das zu upgraden. Machen wir jetzt erstmal nicht. Wir gucken uns das ganze Ding jetzt erstmal an. Ich war nur einmal ganz kurz drin, bin gleich wieder raus und habe gedacht, ne, das gucke ich mir mit euch zusammen an. So, das hier ist unser Stall. Ich lasse ihn mal hier stehen, denn wir wollen uns ja komplett umgucken hier. Hallo, Wild Beauty, warum stehst du hier draußen? Geh in deine Box. So, wir schauen uns erstmal hier um. So, da gehört Wild Boy rein in diese Box. Komm mal mit. Kann ich dich führen? Hier, ja, kann ich. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So, komm mal mit hier. Nein, doch aufmachen. Ich will da doch rein. Mit ihm. Ah, guck mal, hier hängt der Wassereimer. Dann reiten wir rein. Ist das einfacher, besser? Ja, okay. Gut. Ja, sehr cool. Also die Boxen gefallen mir, die sehen wirklich gut aus. Okay, so, dann gehen wir wieder raus. Kann ich hier jetzt zumachen? Nö, es geht wahrscheinlich automatisch. So, Ghost Girl, wo ist Ghost Girl? Ghost Girl? Du stehst in der falschen Box. Du bist auch nicht Everflame. Nein, bist du nicht. Aber du bist wieder da. Wir hatten ja, dass wir hier Dark Angel nicht sehen konnten. Im alten Stall noch. Da waren ja die Texturen waren einmal total verschoben und einmal waren sie weg. Jetzt scheint wieder alles soweit in Ordnung zu sein. Wobei einige Pferde immer noch nicht sichtbar sind. Es gibt halt noch ein paar Bugs. Ich habe auch ein paar Lags. Also es dauert sehr lange, die Ladezeiten und so. Also ich denke, da muss man einfach noch ein paar Tage Geduld haben, bis sie das wieder im Griff haben. Das ist ja nun auch ein recht großes Update. Und da darf das dann auch ruhig mal zu Problemen kommen. Ein paar Tage Geduld und dann funktioniert das Ganze hier hoffentlich wieder. Okay. Heißt du jetzt Ghost Girl da, du? Stallhilfe? Mach mal da Heu rein. Okay. Ja, genug geguckt hier. Also da sind unsere Boxen. Warum? Weil Beauty hier draußen steht, keine Ahnung. Sind also... Die scheint nicht besetzt zu sein, genau. Die auch nicht. Okay. Hier ist eine Leiter. Und was ist das hier? Unser Schrank? Komme ich daran? Moment mal. Ah, unser Schrank. Juhu. Sehr schön. Mhm. Der ist auch ein bisschen größer, also vom optischen her. Hier können wir Wasser auffüllen. Können wir hier irgendwas machen? Das wäre ja echt cool, wenn man jetzt hier so seine Pferde abspritzen könnte und sowas, ne? Komm mal mit, Süße. Nimm dich mal mit. Du musst jetzt mal kurz Probepferd sein. So, stellen wir mal hier rein. Kann ich jetzt hier was machen oder ist das nur Deko? Das wäre so toll, wenn man die jetzt so richtig putzen könnte. Also mit Schlauch abspritzen und so. Also wenn man den jetzt benutzen könnte, aber... Nein, ist leider nur Deko. Schade, schade, schade. Das wäre so toll gewesen. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal, dass man da so ein bisschen aktiver
die Pferde pflegen kann. So, dann gucken wir doch mal hier in diesen Raum rein. Guten Tag. Oh, hier ist ein Tisch. Da haben wir auch Wasser. Und was ist das hier? Alles Pflegezeug auch. Okay, da liegt alles rum. Kann ich mich hier hinsetzen? Ja. Also hier können wir dann auch Pause machen. Sehr gut. Okay. Gott. Umdrehen hier. Ich würde gerne Türen schließen können. Ich mag das nicht, wenn Türen offen bleiben. So. Okay. Hier haben wir noch mehr Boxen. Nochmal zwei Stück. Ja. Dann haben wir hier noch einen Raum. Da gucken wir gleich mal rein. Ah, wie cool. Das ist die Sattelkammer. Aha, alles Bürsten, Kisten. Das sind doch Sattel, die ich im Schrank habe, oder? Oder nicht? Die haben wir doch. Naja, den roten vielleicht nicht, aber den blauen, den haben wir auf jeden Fall. Hä? Oh, da muss ich mal schnell was gucken. Das finde ich ja toll, wenn man das irgendwo sehen kann, was man so an Zeug hat. Das finde ich ja klasse, Ausrüstung. Ah, das Problem ist, ich sehe jetzt nur die Sattel nicht. Müsste ich mir mal eben kurz ein Pferd holen. Ah, komm mal mit. Ein ganzer Part im Stall, das ist, ja, da müsst ihr jetzt durch. Ich muss mir alles angucken. So. Das ist der ganz normale. Wo sind denn die, die da angezeigt werden? Ich habe doch den blauen, habe ich doch auch hier reingepackt gehabt. Oh, den habe ich doch hier reingemacht gehabt, den blauen. Den habe ich hier reingemacht. Wir hatten einen blauen Sattel. Da ist er, oder? Man kann das so schlecht sehen. Ich muss mal eben kurz ein bisschen drehen. So. Doch, das ist er, genau. Aber es werden nicht alle angezeigt, ne? Also der wird angezeigt. Aber alle anderen nicht. Da müsste man mal schauen, wie das funktioniert, dass eventuell die anderen Dinge auch angezeigt werden. Vielleicht kann man das auch einzeln auswählen. Wir gucken da gleich nochmal. Ach, hier ist unsere Tafel. Stallhilfe sortieren, Aussehen ändern. Genau, das ist unsere ganz normale Tafel, die wir vorher eben auch hatten. Pferdeinsel gibt es ja nicht mehr. Die ist ja raus, aber wir können die Pferde auf die Weide schicken. Das probieren wir gleich mal alles aus. So, du bleibst mal eben hier stehen. Hier ist auch ein Schild Wildboy. Aber der war da vorne schon. Hä? Ich bin verwirrt. Macht nichts. Wir sortieren das alles noch richtig hier. So, jetzt will ich mal eben schnell schauen. Kann ich hier irgendwas ändern? So, ich? Weil hier hängen ja auch so viele Dinge. Aber hier hängt nichts, außer eben der blaue. Oh. Hm. Okay, finden wir bestimmt noch raus, wie das Ganze funktioniert. Ob das Ganze funktioniert, vielleicht muss man die Dinge auch einfach rausholen und wieder neu reinlegen, damit das dann funktioniert. So, hier haben wir nochmal zwei Boxen. Hier wird wahrscheinlich ein normaler Ausgang sein. Hier haben wir noch einen Raum, den wir noch nicht gesehen haben. Ah, okay, das ist unsere Futterkammer. Gut. Liegt da irgendwas, was wir brauchen können? Nö, das ist, denke ich, auch nur mehr oder weniger ein Dekoraum. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal hier um die Pferdeboxen. Ich würde da gerne mal schauen. Diese Box ist für das Pferd reserviert, das du im Moment reitest. Okay, alles klar. Mhm, hab's verstanden. Also die erste Box ist immer für das Pferd, das ich aktuell ausgewählt habe. Wildboy. Ach, guck mal, Angel Heart. Kennen wir ihn noch? Sortieren nach Name. Der ist also
in meinem Inventar. Hier hast du die Möglichkeit, die Pferde auszuwählen, die in deinem Stall stehen sollen. Du kannst ein Pferd von deinem Inventar in deinen Stall verschieben, indem du das Pferdesymbol zum Feld für die Box ziehst und dort loslässt. Okay. Im Hilfemenü neben der Karte findest du mehr Informationen zum Stall und dazu, wie hier alles funktioniert. Okay. Ich würde gerne Wild Boy hier reinpacken. Der ist doch aktuell da drinne. Wie kriege ich den denn jetzt hier rein, dass er... Jetzt habe ich ihn im Inventar. Jetzt packe ich ihn hier rein. Ah, okay. So, Wild Boy. Sehr schön. Wie komme ich denn hier raus jetzt? Muss ich das einfach wegixen oder wie kann ich die Ansicht hier verlassen? Nee, das will ich ja gar nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, okay. Jetzt hat es das X doch genommen. Gut, und hier vorne ist dann immer für das aktuelle Pferd. Das finde ich ein bisschen unglücklich gelöst, denn dann ist ja die andere Box, wo ich eigentlich das Pferd drinne habe, bleibt die dann trotzdem? Oder wird die gelöscht? Nee, die bleibt dann ja trotzdem. Für Wild Boy war die ja auch, ne? Ghost Girl. So, wo bist du denn, Ghost Girl? Dich haben wir ja gar nicht hier. Also, wir sortieren jetzt mal erstmal alle Pferde neu ein hier. So, Ghost Girl. Guten Tag. Hier haben wir noch. Ach, das ist mein Inventar. Und hier kann man noch Pferde sortieren und so, die eben auf der Weide bzw. im Inventar sind. Braveheart steht richtig. Baby Love auch. Aber du bist nicht Everflame. Du bist. Ein falsches Pferd im falschen, in der falschen Box. So. Everflame. Hallo, Ever. Dich habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen jetzt. Und hier kommt Dark Angel rein. So. Genau, dann haben wir jetzt die auch hier. Das hier ist unsere reservierte Box. Da würde jetzt Wild Beauty reinkommen. Allerdings muss Wild Beauty ja irgendwo sowieso eine Box haben. Wild Boy ist hier. Leer, leer. Leer. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil wir brauchen ja für Wild Beauty eine feste Box, damit sie dann irgendwo auch. Ja, stehen kann, aber ich kann sie nicht mehr auswählen. Okay. Aber jetzt packen wir erstmal Angel Heart hier hin, damit er auch wieder mal da ist, ne? Damit er hier steht. Guten Tag. Lange nicht gesehen. Wie geht's dir denn so? Du bist glücklich, das ist schön. Da gibt es auch gerade einen aktuellen Bug, wo die, also, dass die Pferde nicht glücklich von der Wiese kommen, beziehungsweise von der Insel kommen. Allerdings ist das auch alles, die wissen Bescheid und es wird alles behoben. So, also Wild Beauty muss ich dann jetzt eigentlich hier reinstellen. Ja. Wie kann ich die denn da? Die muss ich dann schon per Hand reinstellen, ja. Die kann ich nicht reinseppen. Wahrscheinlich, wenn ich auf Sortiere die Pferde gehe, dann höchstwahrscheinlich. So, jetzt habe ich sie hier drinnen stehen. Jetzt will ich natürlich wieder ein anderes Pferd aktiv nehmen. Wen nehmen wir denn mal mit? Wir nehmen mal Ghost Girl mit, würde ich sagen. Ja, wir nehmen mal Ghost Girl mit. Bei Wild Boy gab es mal einen Vorschlag, da den blauen Sattel zu nehmen. Habe ich das schon erzählt? Ich glaube, das hatte ich schon erzählt. Das werden wir auf jeden Fall machen. Den werden wir in Blau und Jeans und so. So, Ghost Girl nehme ich mit. So, und jetzt. Halt, stopp, bleib mal stehen. Jetzt will ich mal eben schnell gucken, ob sich an den Boxen irgendwas verändert hat. Ah, jetzt geht Wild Beauty in die Box, wo ich jetzt das Pferd rausgenommen habe. Aber auch ja nicht wirklich, ne? Jetzt müsste ich einen Sortiere-Pferde-Button haben. Beziehungsweise kann sie da hinziehen und wieder zurück, dann geht das auch. Aber das ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Ansonsten muss man halt immer an die Tafel sortiere Pferde gehen und dann funktioniert das, denke ich, auch ganz gut.
Okay, haben wir jetzt im Stall alles gesehen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir haben uns hier tatsächlich alles ganz genau angeguckt. Ich nehme mal kurz die Sattel raus. Halt und pack die wieder rein. Nur um zu sehen, ob da sich irgendwas an der Sattelkammer ändert. So. Okay. Und dann schauen wir da doch mal rein, ne? Mal gucken und nehmen auch den hinteren Ausgang. So, da können wir nicht mit dem Pferd rein in den Raum. Da müssen wir dann schon so rein. Ne, hat sich nichts geändert, leider. Da muss man nochmal rausfinden, inwiefern das eben Auswirkungen hat auf die Sachen, die wir dann tatsächlich im Schrank haben. So, und da sind wir auch schon wieder draußen. Juhu. Des Weiteren gab es natürlich das Weihnachtsupdate und da kümmern wir uns dann im nächsten Part drum. Also bis denn. Ciao, ciao.